Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 11 und ist ein mahnendes Wort, sich darauf zu besinnen, wem man gehört, warum man jemand angehört und was das für Auswirkungen hat. Nämlich das vereinte Leben mit Christus Jesus, dem Herrn. Der Apostel Paulus schreibt hier: Wisst ihr nicht, dass alle, die wir aus Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, der von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wir sollen neu daran erinnert werden, dass wir freie Menschen geworden sind. Befreit von der Knechtschaft der Sünde, befreit von der Furcht des Todes. Und diese Erinnerung, die der Apostel Paulus ja den Gläubigen hier mitteilt und gibt, ist nötig. Weil wenn wir in diese Welt hineinschauen, wieder Todesfurcht uns ereilen kann. Angst vor Krieg und Kriegsgeschrei, das kann man in diesen Tagen gut hören. Wo wird das enden? Zwischenmenschliche Gespräche bringen das immer wieder hervor. Sicher kommt bald ein Krieg. Was passiert? Ich habe Angst. Gott aber hat in seinem Sohn Jesus Christus nicht nur die Rechtfertigung für uns bewirkt von der Sünde, die Sünde, die ja den Tod gebiert, sondern er hat uns durch die Auferstehung von den Toten auch ein ganz neues Leben, eine neue Gemeinschaft dargereicht. Wir reden ja manchmal in unserer Zeit von einer Parallelgesellschaft. So ist das neue Leben ein Parallelleben zu dem, was wir hier sonst haben. Es ist ein anderes Leben, was über dem Diesseitigen steht. Und Gott in Jesus hat uns in diese Gemeinschaft hineingenommen, mit ihm weiterhin aus der Furcht genommen, in dieser Zeit stehen und leben zu können. Denn ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Ein absolut neues Leben. Wir schauen manchmal vielleicht, und das taten die Geschwister zu Rom auch, auf uns selbst und gucken uns an und sagen, ja, wer bin ich? Habe ich die Liebe Gottes verdient? Eigentlich nicht. Bei mir sind so viele Fehler. Der Apostel Paulus sagt, schau bitte auf das neue Leben. Schaue dahin, wo du vollkommen bist. Schaue dahin, auf den, der dich vollkommen gemacht hat. Es gilt also für uns und für alle Gläubigen, dieses neue Leben der Auferstehung von den Toten wahrzunehmen und darin auch die neuen Taten zu entdecken und zu tun. Denn ein neues Leben hat auch neue Taten, die nicht identisch sind mit den Taten des alten Lebens. Wo vorher Angst, Neid,
Afterreden, Verleumdung und vieles andere war, ist jetzt plötzlich Liebe, Annahme, Versöhnung, Aufrichtung des Nächsten, Beistand. Ganz neue Dinge, die vorher gar nicht da waren, die vorher auch gar nicht möglich waren. Allein durch die Liebe Gottes, die ausgeschüttet ist in das Herz der wiedergeborenen Gläubigen, ist das möglich geworden. Ein anderes, ein neues Leben, das Leben der Auferstehung von den Toten. Und dieses große Thema des geheiligten Lebens durch das Mitgestorbensein mit Christus und Mitauferstandensein, diese Lebensgemeinschaft mit Gott wird hier im Römerbrief besonders betont. Die Identifikation im Glauben mit dem Tod in Christus ist nötig. Dass wir uns identifizieren mit dem Tod Jesu. Ich bin gestorben mit Christus. Wenn du wiedergeboren bist, dann weißt du das. Du bist tot in Christus. Du bist gestorben mit Christus, aber auch auferstanden mit ihm. Und was hast du bekommen? Du hast Sieg bekommen über die Macht der Sünde und des Bösen. Das ist das neue Leben. Und dies sollen wir suchen. Diese Identifikation mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung ist das Bekenntnis, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht ich habe ein neues Leben geschaffen, sondern er hat es mir geschenkt. Und daraus resultiert eine heilige Entschiedenheit, Entschiedenheit für dieses Leben. Gemeinschaft mit Jesus Christus pflegen darin. Und die Frage natürlich, was kann uns davon abhalten? Im Blick auf die heilige Entschiedenheit, die ja in den ersten Versen des 6. Kapitels schon steht, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde bleiben, damit die Gnade noch mächtiger wird? Das sei ferne. Wie sollen wir denn in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Diese Entschiedenheit hatte auch mal einst dieser begnadigte Prediger Spurgeon dargestellt und eingefordert. In einem Beispiel, Marcus Antonius, ein römischer Kaiser, er brachte es fertig, zwei Löwen vor seinen Wagen zu spannen. Aber, so heißt es weiter, es gibt zwei Löwen, die noch kein Mensch je zusammenspannen konnte. Den Löwen aus dem Stamm Juda und den Löwen aus der Hölle. Die kann man nicht zusammenspannen. Diese können nie zusammengehen. Du magst in politischen Dingen zweierlei Meinung haben, doch in Sachen des Herzensglaubens kannst du es nicht mit zwei Meinungen halten. Wenn Gott Gott ist, so diene ihm und diene ihm gründlich. Aber wenn die Bibel, wenn Gott Welt, die Welt Gott ist und die Bibel nicht Gottes Wort, dann diene der Welt und nimm kein Glaubensbekenntnis an. Beides geht nicht. Diese beiden Löwen kannst du nicht zusammenschließen. Wenn du ein Weltling bist und meinst, dass die weltlichen Dinge die besten sind, dann diene ihnen. Widme dich ihnen und lass dich durch dein Gewissen nicht zurückhalten. Aber bedenke, wenn der Herr dein Gott ist, dann kannst du neben ihm nicht auch Baal dienen. Du musst den einen oder den anderen annehmen. Heilige Entschiedenheit. Auch wenn die Gnade Gottes zur Vergebung über alle Sünden der Menschen geht und die Rechtfertigung immer größer ist als unsere Schuld, sollen wir dennoch nicht mehr der Sünde, das heißt dem alten Menschen, dienen wollen.
Ja, sollen wir denn der Sünde dienen und darin bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Nein. So sagt der Apostel Paulus, erinnere dich daran, du bist frei geworden. Du bist frei geworden, um das Leben, das Gott in Jesus dir dargereicht hat, zu leben. In der Gemeinschaft mit ihm. Paulus mahnt uns durch den Heiligen Geist nicht nur dankbar über das Wort vollbracht der Erlösung, das Wort Befreiung vom Tod zu sein, sondern beständig und hinfort das Leben der Sünde zu meiden, nicht mehr zuzulassen. Und das sagt er ja nicht, weil er weiß, dass wir so stark in uns selbst sind, sondern weil er bekennt, Gott in Christus ist der Starke. Er tut das, was du nicht kannst. So steht es ja auch im Epheserbrief. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ja, nun mach das mal aus dir heraus. Du bist ja ein Gewohnheitsdieb vielleicht gewesen. Ein Gewohnheitssünder, du kannst es gar nicht ablegen. Aber Gott in Jesus Christus, er bewirkt es. Wir wären ja auch unverständlich dem Nächsten gegenüber, wenn wir Jesus Christus als den Sieger von Golgatha, den Bringer des neuen Lebens, bekennen und zugleich offensichtlich der Sünde dienen. Die Befreiung von dieser Macht der Finsternis, diese Befreiung, die uns zur Einheit mit dem Leben aus Gott führte, darf und soll nicht belastet werden. Sündiges Verhalten soll nicht nur verachtet, sondern wachsam bekämpft werden. So durfte auch der Apostel Petrus schreiben im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 16, wo er sagt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ein zweites, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, Bekenntnis zu seinem Tod, zu meinem Tod, bringt das neue Leben. In allem haben wir durch die Wiedergeburt, und das soll uns doch neu bewusst werden, die Wiedergeburt im Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit Jesus empfangen auf allen Gebieten. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Gemeinschaft mit seinen Leiden um der Sünde willen, denn die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, so steht es im Propheten Jesaja. Die Gemeinschaft mit seinem Tod, die Folge der Sündhaftigkeit, und die Gemeinschaft mit seiner Auferstehung von den Toten ist uns geboten. Darum heißt es in 1. Korinther 12, Vers 13, dass wir durch den Heiligen Geist zu einem Leib, nämlich den Leib Christi, den Leib der Auferstehung von den Toten getauft sind. Zu einem Leib, dem Leib Christi. Unser Glaube soll uns in diesem Wissen der Vereinigung mit Jesus, unserem Heiland, festhalten. Festhalten und aus dieser Vereinigung ein neues Handeln entstehen lassen. Wir brauchen nicht mehr dem Bösen zu dienen. Wir brauchen uns auch nicht mehr an dem Bösen aufzuhalten in dieser Welt. Das Böse bleibt böse. Und wenn wir darüber Tag und Nacht diskutieren würden, wir verändern es nicht, aber wir schaden uns selbst, weil wir durch die Diskussion vergessen, im neuen Leben selber zu leben. Das neue Leben ist diese Freude
von der der Apostel Paulus auch an die Philipper schreibt, freut euch in diesem Herrn, alle Wege, zu jeder Zeit, denn das ist Kraft, das ist Stärke, das ist Überwindung des Bösen in dieser Welt. Wer Sünde tut, der hat Jesus noch nicht erkannt und das neue Leben. Und Johannes schreibt ganz bewusst, einer, der neu geboren ist, der wird nicht absichtlich der Sünde dienen. Wer bewusst der Sünde dient, kennt Gott einfach nicht. Er kennt das neue Leben nicht. Wir sind mit Jesus zu gleichem Tod und zu gleicher Auferstehung gesetzt. Wir können das Neue, das Gute, die Ewigkeitsfrucht vollbringen. Auch im Brief an die Kolosser erinnert Paulus die Gemeinde und sagt, schaut dahin, wo euer Erretter ist, wo Christus ist. Schaut nicht nach unten, sondern schaut nach oben zu Christus, da wo er ist. Denn da ist euer Leben. Da ist euer Leben verborgen mit Christus in Gott. Und wenn ihr dorthin schaut, dann werdet auch ihr ein Segen für andere. Ein Beispiel sagt eine Fabel von einem persischen Moralisten, der sagt, er nahm ein Stück wohlriechender Erde in seine Hand und sprach zu diesem Erdenkloß: O Erde, woher hast du dein Parfum? Und der Erdenkloß antwortete: Ich war einst ein Stück ganz gewöhnliche Erde, aber man nahm mich und legte mich eine Zeit lang mit einer duftenden Rose zusammen. Und ich sog ihren Duft in mich und nun bin ich wohlriechende Erde geworden. Und das ist ein Gleichnis auch dafür, für die gläubige Seele, die in der Gegenwart Jesu lebt. Sie ist eine wohlriechende Seele geworden. Durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, so wie diese Erde Gemeinschaft mit der Rose, plötzlich einen Duft annahm, der lieblich war. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus verursacht diesen Wohlgeruch auch in unserer Umgebung. Denn er hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Das dürfen wir einfach so für unser ganz persönliches Leben annehmen. Nicht in der Selbstbetrachtung, da ist so vieles noch kaputt. Aber in der Betrachtung dessen, der für mich gestorben und auferstanden ist, ist alles neu. Und hier verstehen wir auch diese Worte, die der Apostel Paulus sagt, wir wissen doch, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist doch frei geworden von der Sünde. Wir wissen also, dass wir eine Freiheit haben, zu der wir durch Christus befreit sind, die ganz anders in ihrer Lebensform ist als unser vorhergehendes Leben. Die einst offenbar gewordenen Sündentaten in unserem Leben müssen jetzt zum Schweigen kommen. Sie sind dem Endzeitmenschen, der sich nicht bekehren will, noch anhaftend. Und wenn wir das mal so lesen, auch im Galaterbrief, Galater 5, Vers 16 und 18, dann können wir staunen, wovon wir eigentlich befreit worden sind. Einmal sagt hier der Apostel Paulus, lebt im Geist. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ein einfacher Satz, lebt im Heiligen Geist. Galater 5, Vers 16. Dann werdet ihr die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Und Vers 18, wie lauten denn diese Äußerungen des Fleisches? Offenkundig sind doch die Werke dieses Fleisches. Da ist Unzucht, da ist Unreinheit, da sind Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht,
Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das ist das alte Wesen. Das braucht ihr nicht tun. Wandelt im Geist, dann werdet ihr diese Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Merken wir, zweierlei Leben. Gemeinschaft mit Christus schließt diese Form des alten Lebens aus. Und dieses neue Leben soll festgehalten werden, im Geiste zu wandeln, damit ein Kind Gottes sichtbar ist als solches in dieser Welt. Und dass es frei bleibt von den Zwängen des Bösen und freiwillig Gott dient, achtsam ist auf das, was er sagt und seine Führung gerne annimmt. Denke daran, der alte Mensch ist gekreuzigt. Mit Christus gekreuzigt sein und auferstanden sein schließt nicht nur Leben, ein anderes Leben in dieser Zeit ein, sondern bleibendes Leben, ewiges Leben, ein Leben, das nicht zerstört werden kann. Denn sind wir mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Wir sterben also nicht mehr mit ihm. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen und somit auch nicht über uns. Darum sagte der Herr Jesus auch im Johannesevangelium, dass seine Schafe seine Stimme hören. Sie folgen ihm und er gibt ihnen das ewige Leben. Niemand wird sie aus meiner oder des Vaters Hand reißen. Mit Christus gestorben sein und auferstanden sein heißt, bleibendes Leben empfangen zu haben. Darum bleibt ein Kind Gottes fest auf dem Weg des Glaubens durch diese Zeit. Es wird immer wieder ermutigt, kennenzulernen oder wahrzunehmen, dass es in sich ein unvergängliches Leben hat. Und sobald wir das im persönlichen Leben immer wieder betrachten, weichen die Sorgen, weichen die Probleme, weil sie alles, all diese Dinge zu einer anderen Kategorie und eines anderen Lebens gehören. Nicht zu dem neuen Leben der Auferstehung in Christus. Darum konnte der Apostel Paulus etwas ausrufen, was wir gar nicht so verstehen manchmal und sagen, stimmt denn das? Er sagt in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Alle Zeit. Wir kritisieren das Wort nicht, aber innerlich denken wir manchmal, naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kann ich alle Zeit Sieg haben? Ja, das ist so. In dem neuen Leben ist alle Zeit Sieg, so wir nicht zurückfallen in das Alte. Durch diese Heilserkenntnis im Glauben sollen wir uns nicht mehr von dem Sichtbaren, das gegen Gott streitet, abhängig machen, sondern allein von dem Unsichtbaren, das Gott in Jesus Christus für uns geoffenbart hat. Einmal für immer ist Jesus gestorben. Einmal für immer ist er auferstanden von den Toten. So lesen wir es auch in Hebräer 10. Mit einem Opfer hat er uns vollendet in Ewigkeit. Ach, dass das mein Herz doch mehr erfüllen möchte und das deinige auch. Du bist vollendet, weißt du das, der du wiedergeboren bist? Dir fehlt überhaupt nichts mehr. Du bist vollendet vor Gottes Augen. Freu dich darin. Die Befreiung von Sünde und Tod braucht nicht mehr wiederholt zu werden. Sie ist geschehen. Alle Anläufe des Teufels, um uns wieder zur Sünde zu verführen, müssen scheitern und können scheitern. Du bist vollkommen. Dir fehlt gar nichts. Der Weg zur Heiligung, das ist der Weg, um dieses neue Leben noch inniger kennenzulernen. Der bleibt frei, der kann durch den Widersacher nicht blockiert werden. Du darfst das Leben mit Jesus jeden Tag neu, tiefer kennenlernen. Und das ist der Wille Gottes, so heißt es in 1. Thessalonicher 4, das ist der Wille Gottes, deine Heiligung.
dass du meidest das alte Leben, was gekreuzigt worden ist, meidest die Huferei. Nimm doch das neue Leben wieder oder vielleicht zum ersten Mal ein. Was kann uns hindern, in dieser Form der Heiligung und der Einnahme des neuen Lebens zu stehen? Es kann uns hindern, zum einen, dass wir gar nicht von Neuem geboren sind. Dann können wir das Leben gar nicht einnehmen. Wer nicht von Neuem geboren ist, er bleibt weiter stecken in dem alten Menschen und muss ihm dienen. In 1. Korinther 2, Vers 14 sagt der Apostel Paulus ganz klar, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss ja geistlich alles beurteilt werden. Der Geistliche aber, er beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Wiederum diese Gegenüberstellung. Das kann uns hindern, das neue Leben mehr einzunehmen oder überhaupt einzunehmen, wenn wir nicht Jesus angehören, nicht wiedergeboren sind. Das Zweite, wenn wir unser Leben nicht ganz auf den Sieg Jesu stellen, obwohl wir ja wiedergeboren sind, wenn wir nicht daran denken, dass ein vollkommener Sieg errungen worden ist über das Böse, dann versuchen wir uns auch mit dem Bösen auseinanderzusetzen und selber siegreich zu bleiben und werden aber unterliegen. Jakobus hat es in seinem Brief so geschrieben, Jakobus 1, Vers 22, seid Täter des Wortes, das heißt doch nichts anderes als seid Täter im neuen Leben, nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er es beschaut hat, geht er davon und vergisst, wie er ausgesehen hat. Das heißt, er vergisst dann, wie das neue Leben funktioniert. Wenn er nicht ein Täter ist dessen, was er im neuen Leben erkannt hat, dann ist er einer, der dann außen vor bleibt. Das ist ein Hindernis. Auch hier Petrus schreibt im zweiten Brief, ich lese da mal aus dem ersten Kapitel Vers 5 und 9, wo er sagt, wendet doch alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Wendet alle Mühe daran. So will er sagen, achtet immer auf das neue Leben. Aber wer dies nicht hat, wer nicht darauf achtet, der ist blind, der tappt im Dunkeln. Warum? Weil er vergessen hat, dass er rein geworden ist von seinem früheren Leben. Er hat es vergessen. Und das sind Hindernisse, dass man nicht in der Heiligung fortschreiten kann. Und ein drittes, wenn man keinen Widerstand mehr gegen die Sünde, gegen die Versuchung leistet, dann wird man erneut in den Sog der Sünde gezogen. 1. Korinther 7, Vers 31 sagt der Apostel Paulus, ihr sollt diese Welt gebrauchen, als brauchtet ihr sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Handelt also gegen das Wesen dieser Welt. Gebraucht es, wo es nötig ist, aber lasst euch nicht in den Sog des Wesens dieser Welt ziehen. Und er setzt hinzu, ich möchte, dass ihr ohne Sorge bleibt. Ohne Sorge bleibt. Hier verstehen wir, dass es Hindernisse geben kann, die uns die Erfahrung im neuen Leben blockieren wollen. Aber sie müssen nicht vorhanden sein. Wir müssen nicht Acht geben auf diese Hindernisse.
Die Glaubensvereinigung mit Christus im Tod und im Leben lässt uns in der äußeren Heiligung auch stehen und von einem Sieg zum anderen kommen. Paulus selbst im Blick auf sein Leben sagt, ich jage diesem nach. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht Rückschau halten, sondern ich will, dass Christus in mir eine Gestalt gewinnt. Philipper 3 sagt er Folgendes im Vers 8 und weitere. Ich erachte es noch nicht alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott im Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Aufblick immer auf Jesus. Lebt Gott in Christus. Und da möchte ich zum Schluss dies, was Jesus auch seinen Jüngern auf den Weg gab, uns lesen. Er sagt, oder er könnte auch gefragt haben, willst du mir folgen? Natürlich, die Jünger sagen da, selbstverständlich, das wollen wir. Gut. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Darum, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vereintes Leben mit Christus. Der Herr will und wird uns segnen, aus dieser Gemeinschaft, auch in der neuen Woche, dass wir mit Paulus sagen können, dem Herrn sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt. Amen.